Moin. Ich mal wieder mit dem Fahrrad, wie man sieht. Ich glaube, ich schaff's nicht. Es ist jetzt 15 Uhr. Ich habe noch 380 Kilometer zu fahren. Und selbst mit einem 20er Schnitt, was vielleicht nicht passieren wird, wird das eine knappe Sache. Ich muss mal schauen. Ich muss jetzt auf jeden Fall meine Pausen reduzieren. Und auf jeden Fall auf geraden Bums geben. Und aus den hügeligen Scheiß. Ja, auf der hügeligen Pieps. Ihr wisst schon Bescheid. lieber langsam und gleichmäßig, weil es ist einfach nur krank. Kassel rauswärts, berghoch. Hier geht's wieder berg runter, da drüben wieder berg hoch. Also Berg nicht Hügel. Aber ich will nicht sagen, dass ich fertig. Wartet. So, jetzt. Also ich will nicht sagen, dass ich fertig bin, aber es ist halt schon ganz schön. Und heute früh, wo ich in Nörter einkaufen war, da haben echt meine Beine gezittert. Ich glaube mal, es lag daran, dass ich auch nicht gefrühstückt hatte. Aber dafür gibt's ja dann heute Abend schönes Pesto. Oder ich habe mir so eine Bouillon geholt. Und ich mache da schön Hartweizengrieß rein. Und nee, mache ich nicht. Ich hatte mir vorhin überlegt, ich muss zuerst die Nudeln machen wieder. Die Hartweizengrieß ist in einer Papierpackung und die kann ich nicht verschließen. Ich habe keinen Bock, dass meine ganzen Klamotten voll mit dem Zeug sind. Deswegen werde ich eine Rinderbouillon machen mit Nudeln und Avocado wahrscheinlich reinschnippeln, weil ich die noch habe. Mal gucken. Ich werde da mal ein bisschen improvisieren. So, es geht übrigens wieder bergab. Warten Sie. Wie Sie sehen. Und ja. Mich nervt das ein bisschen, weil ich nicht mit dem Zug fahren wollte. Ich denke mal, ich werde mich mal ein bisschen pushen und mal schauen, wann ich in Amsterdam ankomme. Hoffentlich 14 Uhr am Samstag. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ihr liegt wahrscheinlich gerade im Bett oder sitzt auf dem Stuhl, gönnt euch eine Spezi oder was Leckeres zu essen. Würde ich auch machen. Bis später.